Hallo zusammen. Lass uns heute noch mal ein bisschen an unserem DeFi-Portfolio auf Polygon-Basis schrauben. Und ihr seht ja, es ist ziemlich dunkel hier. Das liegt daran, dass da draußen gerade quasi die Welt untergeht. Wir haben hier Regen, Hagel, Sturm, Gewitter, Blitz und Donner. Und das ganze Szenario passt dazu, zu dem Thema von heute. Es geht heute um das Tether-Doomsday-Szenario, das ich ganz gerne einmal vorstellen würde. Und zwar hatten wir ja in unserem Portfolio ohnehin schon versucht zu vermeiden, irgendwie mit dem USDT, vom USDT abzuhängen. Und das haben wir, glaube ich, auch ganz gut geschafft bisher. Aber ich möchte das Ganze heute noch mal einmal etwas grundsätzlicher angehen. Denn das ist quasi eine offene Baustelle in unserem Portfolio, ganz besonders, weil auch die APY in dem Pool, in den wir gegangen sind, nämlich bei SushiSwap, die ist gar nicht mehr so gut. Die hat sich sehr verschlechtert, wenn sie überhaupt jemals so gut war, wie es angekündigt wurde. Darauf gehe ich später ein. Aber heute geht es mir auch vor allem um einen Tweet von Caitlin Long, den ich in dieser Woche gefunden habe. Und ich gehe jetzt mal, gebe das jetzt mal frei. Ich zeige mal, worum es mir geht. Es geht hier um diesen Tweet hier. Holy cow, the Fed today for the first time explicitly called out Tether by name as a risk to financial stability. Und das Ganze basiert auf einer Präsentation, die ein Vertreter der Fed, nämlich der Präsident der Boston Fed namens Eric Rosengren, eine Präsentation, die er gegeben hat. Die Präsentation findet sich hier auch in dem Tweet. Das ist ein Videolink, also ein Link zu einem Video dieser Präsentation. Und es gibt tatsächlich auch noch ein Interview, das auf dieser Präsentation basiert. Und von diesem Interview gibt es auf Yahoo Finance ein Transkript. Und in diesem Transkript ist also Tether auch tatsächlich zweimal namentlich erwähnt. Und zwar als Risiko für die finanzielle Stabilität, Financial Stability. Es geht hier auch eher um etwas Technisches, also es geht hier nicht wirklich darum, dass jetzt der Tether nicht gedeckt ist durch USD oder so, was in letzter Zeit immer wieder also rausgekommen ist, oder dass nicht genug Cash da ist, weil Tether hat ja die Zusammenstellung der Assets, die den USDT decken, veröffentlicht, und da war ja nur ein kleiner Prozentsatz Cash, was ja eigentlich auch jetzt erstmal nicht so wichtig ist. Darum geht es jetzt hier überhaupt nicht mehr, sondern es geht jetzt darum, dass also die Fed im Prinzip die Stablecoins, wie ja auch überall sonst weltweit die Stablecoins, immer mehr ins Visier der Regulierungsbehörden geraten. So ist das hier beim Tether eben auch passiert. Die Fed nimmt den Tether und die Stablecoins genauer unter die Lupe. Und zwar, weil sie ein Risiko für die finanzielle Stabilität darstellen aus deren Sicht. So, und die Frage ist jetzt einfach, was meinen die damit und wieso ist das so? Also es geht hier tatsächlich nicht darum, dass der USDT irgendwie nicht reguliert ist. Es geht nicht darum, dass der USDT eventuell nicht gedeckt ist, sondern es geht einfach letztlich um die Tatsache, dass man also gesehen hat, dass diese Stablecoins ein exponentielles Wachstum hier vorlegen. Das steht hier. It's growing very rapidly, so there's exponential growth in stablecoin. Und das heißt, der Tether zurzeit, wie er jetzt zurzeit ist, schauen wir uns das auch mal an, hat jetzt eine Gesamtmarktkapitalisierung von ungefähr 64 Milliarden US-Dollar oder 63,5 Milliarden US-Dollar. Und wie können jetzt 63 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung ein Risiko für die Financial Stability der Vereinigten Staaten beziehungsweise auch weltweit darstellen? Das ist die Frage, wie kommen die darauf? Und das ist eigentlich, das erklärt sich eigentlich relativ einfach, denn wenn wir mal die Entwicklung der Marktkapitalisierung des Tether anschauen, und zwar über alle Zeiten, dann sehen wir hier, es zeigt sich eine exponentielle Wachstumskurve. Ne? Es fängt sehr niedrig an, es geht etwas langsam, es steigt langsamer an, dann ist der Anstieg schneller und schneller, und jetzt haben wir ein rasantes, fast schon senkrechtes Wachstum, wenn man diese Kurve hier mal so auf alle Jahre betrachtet, also das heißt von 2015 an oder so. 2015 hatte der Tether noch eine Marktkapitalisierung von $251.000.
Und heute sind wir bei 63,5 Milliarden Dollar und es ist ja natürlich auch überhaupt kein Ende absehbar. So, und in den letzten Jahren haben wir ja tatsächlich alle zusammen, oder im letzten Jahr während der Pandemie haben wir alle zusammen wirklich gelernt, was exponentielles Wachstum bedeutet, was exponentielles Wachstum in der Anfangsphase, also wie exponentielles Wachstum in der Anfangsphase aussieht, nämlich relativ harmlos, und wie sich in dieser Harmlosigkeit eine ganz, ganz große Gefahr, eine extreme Dynamik verstecken kann. Und diese Entwicklung hier, die wird natürlich auch von der Fed erkannt. Das heißt, wenn wir jetzt noch von 64 Milliarden reden, bei dem exponentiellen Wachstum, reden wir natürlich in kürzester Zeit von ganz, ganz anderen Summen. Und dann wird hier auch die Marktkapitalisierung des Tethers bzw. der Stablecoins einen Grad erreichen, wo dies also auch dem US-Dollar gefährlich werden kann. So, und das Ganze, das ist also schon mal dieser eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich, dass auch der Fed exponentielles Wachstum von einer anderen Seite bekannt ist, nämlich quasi was die Gesamtmenge der im Umlauf befindlichen US-Dollar angeht. Auch das hat ein exponentielles Wachstum gesehen. Und daher wissen die Leute, die Jungs von der Fed, definitiv Bescheid, was exponentielles Wachstum ist, was es bedeutet und welche Folgen es haben kann. So, der USDT ist also jetzt näher ins Visier gerückt der US-Regulierungsbehörden. Und es besteht noch nicht die Gefahr, also es ist jetzt noch nicht konkret die Rede davon, dass hier irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, dass hier irgendwelche Dinge tatsächlich, also dass hier zum Beispiel irgendwie Verbote kommen und so weiter. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, was muss eigentlich passieren, damit jetzt Verbote kommen, und da kann man nur sagen, es ist tatsächlich nicht viel, denn das Nächste, also ich habe jetzt einfach mal mir Gedanken darüber gemacht, wie könnte so ein Doomsday-Szenario aussehen, das heißt, was könnte passieren, in welcher Reihenfolge passiert was, wenn jetzt die USA wirklich gegen den USDT vorgehen, massiv vorgehen. Und dazu zeige ich jetzt hier einfach mal meine Idee vom Doomsday-Szenario, was den Tether angeht. Und zwar gehen wir einfach mal davon aus, dass die SEC, also die amerikanische Börsenaufsicht, die ja auch die Exchanges reguliert, dass die jetzt plötzlich den Handel mit USDT an US-regulierten Krypto-Exchanges verbietet. Und das ist ja was definitiv eine Möglichkeit ist, denn die SEC, die braucht das einfach nur zu erlassen. Da gibt es eigentlich kein großes Hindernis. Die müssen im Prinzip, können die das jederzeit machen. Das ist also im Prinzip nur ein Schreiben oder eine Art Verwaltungserlass oder wie auch immer man das nennen mag. Ich weiß nicht, wie das in Amerika heißt, aber die SEC ist zuständig dafür und die SEC könnte theoretisch einfach jetzt sagen, also den USDT an US-regulierten Krypto-Exchanges, ne, es geht nur um US-regulierte Krypto-Exchanges, da verbieten wir den Handel mit USDT. Alle Krypto-Exchanges haben also jetzt den Handel mit USDT zu unterbinden. Und wenn das passiert, dann haben wir tatsächlich schon mal so den ersten Schritt. Das ist der erste Dominostein in diesem Szenario. Und der zweite Dominostein ist natürlich jetzt, der dann fällt, der ist natürlich jetzt, dass die US-Investoren, die im Kryptobereich sind, ihren USDT irgendwie loswerden müssen. Die können nämlich nicht auscashen, weil wenn sie jetzt also im Prinzip den USDT in ihrem Portfolio haben, dann nützt denen das nichts, weil die können jetzt nicht mehr zu ihren Börsen gehen, zu Coinbase oder ähnlichen Börsen, und oder Kraken oder so, und da dann einfach ihre USDT quasi umtauschen in Dollar und auf ihre Konten übertragen. Die müssen einen anderen Weg finden. Und das heißt also, wenn jetzt Investoren USDT in ihrem Portfolio haben, die in den USA leben, dann gibt es für die erstmal so keinen Weg mehr raus. Und das heißt, es bleibt eigentlich nur der Weg über einen DEX, denn man muss dann irgendwie die USDT loswerden, obwohl man jetzt damit nicht mehr handeln darf auf den zentralisierten Börsen. Was bleibt übrig? Natürlich die dezentralisierten Exchanges. Und die dezentralisierten Exchanges, die DEXs, wie zum Beispiel Uniswap oder OneInch und so weiter, die bieten ja die Möglichkeit, dann umzuwechseln. Und in was würde man umwechseln? Man würde dann umwechseln natürlich in USDC. Warum USDC? Weil USDC ist auch ein Stablecoin, der auch an den US-Dollar gebunden ist. Und dieser Stablecoin, der wird ja herausgegeben von Circle,
Und Circle ist ja US-reguliert, der USDC ist auch US-reguliert. Das bedeutet also, das ist der Weg raus. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass die USA den USDC tatsächlich verbieten, denn sie haben ja schließlich irgendwie auch eine Lizenz erteilt. Natürlich kann man auch die Lizenz zurückziehen, aber das wäre ja quasi so das Gegenteil von dem, was man eigentlich sich unter einem Stablecoin vorstellt, nämlich der Stablecoin, der ist ja an den US-Dollar gebunden, wenn der reguliert ist. Also die Regulierung, das macht keinen Sinn, wenn die Regulierung einmal eine Lizenz erteilt, dann direkt die Lizenz wieder entzieht, die Leute, die USDC haben, im Regen stehen lässt. Das ist ja quasi das Gegenteil von Consumer Protection, also Verbraucherschutz und was auch immer die sich auf die Fahnen geschrieben haben, als Begründung dafür, dass sowas reguliert werden muss. Also es kann eigentlich eher nicht passieren, dass jetzt wirklich der USDC verboten wird. Der USDC ist also im Prinzip eine Auswegmöglichkeit für US-Investoren, die dann also über die DEXs ihre USDT auscashen. Und das bedeutet dann auch meiner Meinung nach, dass auf den dezentralen Exchanges der Kurs von USDC gegenüber USDT in eine Schieflage geraten wird, weil ein massiver Abfluss von USDC und ein massiver Zufluss von USDT wird dazu führen, dass die Preise von USDT zu USDC in eine Schieflage geraten, denn der USDT ist in größeren Mengen auf den DEXs vorhanden als der USDC und dann wird das heißen, dass der USDT im Vergleich zum USDC tatsächlich billiger wird und das bedeutet also im Klartext nichts anderes, als dass der USDT seine Dollarparität dann auch verlieren wird, zumindest auf den dezentralen Exchanges und das wird dazu führen, wenn der USDT seine Dollarparität verliert, dann sind auch andere Investoren betroffen von diesem ganzen Problem. Denn klar, wenn ich jetzt also USDT in meinem Portfolio habe und ich rechne damit, dass sie einen Dollar wert sind pro Stück und die sind dann nur noch 90 Cent wert pro Stück, dann wird es natürlich auch für mich allerhöchste Zeit, aus diesem ganzen Ding rauszugehen. Denn ich sehe ja dann, dass quasi meine Einlage immer weniger wert wird, der USDT wird also dann quasi immer wertloser und dann kann ich ja sehen, okay, wenn ich jetzt nicht rausgehe, gehen die anderen raus, dann wird der Preis noch weiter sinken. Also geht quasi so ein Rennen los darum, wer hier quasi am schnellsten aus diesem ganzen Ding rauskommt. Und wenn das passiert, dann werden natürlich früher, also spätestens dann, werden die Medien anfangen zu berichten. Es wird ein Crypto-FUD geben ohne Ende. Es wird irgendwie heißen, also Bitcoin, Krypto geht unter, so wie jetzt hier gerade draußen auch die Welt untergeht. Es ist tatsächlich jetzt, was haben wir hier, kurz nach 4 Uhr nachmittags und es ist echt fast dunkel wie in der Nacht. Genau, und so wird es dann eben um Krypto auch aussehen. In den Medien wird nämlich darüber so berichtet. Andere Staaten werden wahrscheinlich sogar mit der Regulierung nachziehen. Andere Staaten werden also auch den USDT, den Handel mit den USDT an deren regulierten Krypto-Exchanges verbieten oder wenigstens einstellen, wenn nicht sogar der Krypto-Handel ganz allgemein eingestellt wird. Wer weiß es, wie ich bin jetzt hier am Schwarzmalen, aber das ist eine Sache, die durchaus möglich ist. So. Und das heißt natürlich auch, dass sogar auf den Stable Swaps, die ja eigentlich dafür gemacht sind, quasi USDT, USDC, DAI-Parität zu halten, dass auch auf denen nach und nach eine Schieflage in den LPs passiert, also in den Liquiditätspools, dass also die USDT in diese Stable Swaps reinfließen werden. Was meine ich mit Stable Swaps? Das sind sowas wie Curve, Ellipsis und ähnliche Stablecoin-Exchanges. Und auf diesen Stable Swaps werden sich dann die USDT stapeln, weil die Leute ihre USDT loswerden wollen und schnell umtauschen wollen in andere Stablecoin-Bestände. Die anderen Stablecoin-Bestände werden sich also langsam leeren, weil die Leute das ja rausnehmen, dafür USDT einzahlen. Das heißt also auch hier wird nach und nach werden die Preise brechen und werden quasi, also wird die Dollarparität brechen und die Preise werden erheblich in Schieflage geraten. Und das wird meiner Meinung nach dazu führen, dass der USDC auch seine Dollarparität verlieren wird, aber nicht nach unten, sondern der USDC, weil ein Run auf den USDC passieren wird. Und ich rede jetzt also USDC stellvertretend auch für andere Stablecoins, die quasi reguliert sind, US-reguliert sind. Die werden beliebter und die werden möglicherweise sogar auch ihre Dollarparität verlieren, aber dann eben, weil
mehr davon gekauft wird, weil die Nachfrage größer wird, wird diese Dollarparität eher nach oben sich korrigieren. Das heißt also, ein USDC ist womöglich sogar 5 Dollar wert. Wie komme ich auf 5 Dollar? Man muss einfach mal so ein bisschen vergleichen. Wie sieht die Marktkapitalisierung vom USDT gegenüber dem USDC aus? Dann kann man sich ungefähr vorstellen, in welchem Verhältnis, also in welchem Mengenverhältnis das zueinander steht. Und das heißt also, eine riesige Menge an USDT wird auf eine geringere, deutlich geringere Menge, auf einen Bruchteil von USDC treffen, prallen, und dadurch wird also im Prinzip der USDC sehr, sehr viel wertvoller und dann auch im Wert steigen. Und das wird natürlich dazu führen, dass bei vielen DeFi-Protokollen das totale Chaos ausbrechen wird, weil, klar, logisch, also weil dieser DeFi-Protokolle einen derartigen Druck gar nicht erlebt haben, vielleicht gar nicht dafür getestet sind. Vielleicht rede ich auch jetzt nicht von den großen Projekten, sondern auch viel von kleinen Projekten, in denen man drin ist, die also im Prinzip nicht wirklich resistent sind gegen solche Verschiebungen, Marktverschiebungen. Ganz zu schweigen natürlich von den Ethereum-Gebühren und den ganzen, dem Run, der entstehen wird, wenn Leute also jetzt ganz schnell aus USDT raus müssen. So. Und das wird auch dazu führen, weil wenn jetzt, das ist ja total logisch, wenn jetzt also die Stablecoins im Prinzip ihre Dollarparität verlieren, dass sich das in der Tat auch auswirken wird auf die anderen Kryptos, die zwar nichts mit Stablecoins zu tun haben, aber die Trading-Paare werden natürlich in irgendeiner Form davon beeinflusst werden. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass Bitcoin und andere Kryptos dann auch ziemlich hart crashen werden, denn da werden schon allein die Medien für sorgen, da werden natürlich Regulierungen von Staaten für sorgen, wenn hier das totale Chaos ausbricht, da werden Exchanges pleite gehen, da werden irgendwie DeFi-Protokolle nicht mehr erreichbar sein, verschwinden, untergehen, und das wird garantiert nicht dazu führen, dass der Bitcoin oder andere Kryptos im Wert steigen werden, sondern eher fallen werden. Die werden also im Wert ziemlich crashen, und das führt dann schließlich dazu, dass auch der DAI, ein algorithmischer Stablecoin, der sehr, sehr stabil ist, dadurch, dass er ja durch Kryptoassets gedeckt ist, auch der wird womöglich seine Dollarparität verlieren, denn wenn der Collateral, also DAI ist ja besichert mit Kryptoassets, mit allen möglichen Kryptoassets, unter anderem dem Bitcoin und dem Ether, hauptsächlich dem Ether meines Wissens nach und dem USDC, das heißt also, wenn die Sicherheit, die da hinterlegt ist, fällt, dann wird quasi der DAI auch seine Dollarparität verlieren, und zwar höchstwahrscheinlich nach unten. Das heißt also, wir werden davon sprechen, dass im Grunde der gesamte Kryptobereich, alle Kurse werden unten sein, sogar die der Stablecoins mit einigen wenigen Ausnahmen. Ich glaube, dass dann auch früher oder später der USDC nicht mehr nach oben korrigierten wird, sondern auch wieder nach unten korrigieren wird. Und wir haben hier also quasi das Ende des Crypto-Space, so wie wir es kennen, zumindest vorläufig. Und ja, es ist total klar, auch das wird nur vorübergehend sein. Krypto wird bleiben, Krypto wird das überleben, und dann wird es wieder langsam, aber sicher aufwärts gehen, aber unter ganz, ganz anderen Voraussetzungen. So, Leute, das ist jetzt also das Doomsday-Szenario, und ich hoffe, hier hört der Regen gleich auf und es klart hier auch wieder auf. Das wäre jetzt so richtig schön für diesen Stream. Ich möchte dazu sagen, das ist nur ein Szenario. Das ist wirklich ich habe einfach mal überlegt, was passiert, wenn. Das ist also wie in diesen Katastrophenfilmen. Wahrscheinlich setzen sich die Drehbuchautoren mit einer Idee hin, was weiß ich, was wäre, wenn der Golfstrom versiegt, und dann fängt man an zu überlegen, was passiert dann als nächstes, was passiert dann und so weiter, und darauf basiert dann eben die Handlung. Und das hier ist eben so eine Idee, wie das Ganze womöglich ablaufen könnte. Und wenn man davon ausgeht, dass jetzt der erste Schritt, der erste Dominostein hier, der ist wie immer in solchen Szenarien überhaupt gar nicht so schlimm, auch überhaupt gar nicht so unwahrscheinlich. Das ist wie dieser Butterfly-Effekt in der Chaos-Theorie. Also man hat irgendwie einen kleinen Flügelschlag eines Schmetterlings, der dann irgendwo anders auf der Erde einen Tornado auslöst. Und das hier ist nichts anderes als ein Wimpernschlag, denn die SEC hat die Möglichkeit, den Handel mit USDC auf US-regulierten Krypto-Exchanges zu verbieten. Das geht auf jeden Fall. Und die Frage wäre jetzt als nächstes zu stellen, was hindert die? Was hindert die daran, das zu tun? Und wenn man sich das überlegt, dann kommt man relativ schnell zu dem Schluss, dass das Ganze hier sehr gut möglich ist und dass der Zeitpunkt, wo das Ganze hier passiert, wahrscheinlich
auch nicht wirklich ganz, ganz weit in der Zukunft liegt. Ob dann die ganzen Folgen, die ich hier genannt habe, eintreten, ja, das weiß ich natürlich auch nicht und das muss jeder selber wissen. So. Und deshalb, ich wollte das hier nochmal aufzeigen, das ist das, was ich immer im Kopf habe, wenn ich an den Tether denke, das ist das der Kontext, wenn ich darüber rede, wir müssen den Tether aus unserem ganzen Portfolio eliminieren und wir müssen uns im Grunde darauf vorbereiten, dass so etwas in dieser Art hier passiert. Denn das hier ist ja einerseits natürlich der totale Wahnsinn. Das wäre quasi das Ende von Krypto, so wie wir es kennen. Aber auch da liegt immer eine große, große Gelegenheit, eine große Chance. Und jetzt ist die Frage, wie wollen wir diese Chance nutzen? So, gehen wir einfach nochmal zurück auf unser Portfolio von gehe ich erstmal auf die Bank, schauen wir uns mal an, wo wir gerade stehen. Hier ist unser Portfolio. Ich habe das mal ein bisschen bereinigt. Das ist aber trotzdem nicht das Gesamtwert unseres Portfolios, sondern hier sind noch 309 Dollar auf der Ethereum-Blockchain und 75 Dollar auf den Binance Smart Chain enthalten. Die müssen wir also abziehen. Wir haben hier, wenn wir auf Polygon gehen, insgesamt Assets im Wert von 1180 Dollar auf Polygon und zwar aufgeteilt in ein paar zerquetschte hier auf dem Wallet, also zum Beispiel ein paar USDC haben wir noch, ein paar WMATIC haben wir noch, aber nicht viel, 0,07 kann man nicht rechnen. Ein paar MATIC haben wir noch, klar, um Gas zu bezahlen. Und dann haben wir unsere größte Position ist hier bei Aave, das sind 1291 MATIC, die wir auf Aave liegen haben. Die sind zurzeit 1580 Dollar wert und der USDT, der Tether, den wir uns ausgeliehen haben, der ist 642 Dollar wert. Und gerade eben habe ich noch gesagt, ja, wir wollen ja irgendwie mit dem Tether nichts zu tun haben. Und ich sage es jetzt einfach nochmal, weil ich habe es ja schon ganz oft erklärt, aber wenn jetzt jemand neu reingekommen ist, die Idee hier hinter ist, sind ja nur Schulden. Und wenn der Tether, also ich glaube nicht, dass der Tether im Wert steigen wird. Das muss man schon mal ganz, also das muss ich ganz klar sagen. Das halte ich für absolut komplett ausgeschlossen. Also der Tether ist entweder ein Dollar oder weniger. Und das heißt für uns, dass der Tether, den wir ja ausgeliehen haben, dass also unsere Schulden entweder 642 Dollar sind oder weniger. Denn wenn der Tether runtergeht, haben wir weniger Schulden. Das ist gut für uns, ne? Das ist gut für unser Portfolio. Also in dem Fall, wo das Doomsday-Szenario eintritt, hat der Tether hier, den wir haben, nicht mehr einen Wert von 642, sondern von bestenfalls oder schlimmstenfalls null. Und dann hätten wir ja einen schönen, hübschen Gewinn gemacht hier in unserem Portfolio schon allein dadurch. Was natürlich auch ist, das ist, dass der US-Dollar-Wert hiervon runtergehen wird. Aber darüber sprechen wir dann ein andermal. Beziehungsweise ist klar, also der wird sich nicht mehr erholen. Das wird sich womöglich dann doch erholen. Ne? Das wäre also jetzt hier, was diese Position angeht, die Idee hinter diesem Doomsday-Szenario, wir leihen uns Tether, weil wenn der Tether weniger wert ist als ein Dollar, haben wir Gewinn gemacht, weil hier unsere Schulden dann sinken. So, und was haben wir mit den 642 Dollar gemacht, die wir uns hier geliehen haben? Wir haben in SushiSwap investiert und letzte Woche haben wir ja dann einige Kursstürze erlebt. Einige Korrekturen, zwei Stück waren es, glaube ich, und dann ging es wieder ein bisschen hoch. Und jetzt heute sieht es ja wieder richtig gut aus. Bei der Gelegenheit haben wir hier wieder eine Entnahme gemacht, weil hier waren ursprünglich also 500 Dollar drin. Und dann haben wir eine Entnahme gemacht und diese Entnahme haben wir genutzt. Also wir haben dann hier also von den 500 Dollar ungefähr 270 Dollar wieder rausgenommen und haben dafür MATIC nachgekauft. Auf diese Weise konnten wir also im Prinzip unseren MATIC-Bestand von 900 MATIC, ungefähr 900 MATIC, auf 1300 MATIC erhöhen. Und das bedeutet, hier liegt jede Menge Potenzial, weil wenn der MATIC-Token wieder steigt, wenn er weiter steigt in den nächsten Wochen, dann wird dieses Ding hier immer mehr wert. Und das ist hier die Idee. Also das ist das Portfolio, so sieht es aus. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wo wir so insgesamt stehen mit unserem Portfolio. Dafür gehe ich mal wieder in diese kleine Präsentation, wo ich das zusammengestellt habe. Und zwar ist das hier der aktuelle Stand. Ich mache das auch mal wieder so als Präsentation, das ist schöner. Unser Portfolio sieht also heute zum 29.06. so aus. Wir haben 1582 Dollar an Supply
Matic bei Aave. Wir haben also Matic eingelegt und diesen 1582 Dollar Wert. Dann haben wir uns im Wert von 642 Dollar Tether geliehen und haben eine Einlage von 235 Dollar bei SushiSwap gemacht, ergibt eine Summe von insgesamt 1175 Dollar. Das ist unser Portfolio zurzeit wert. Und wenn man das vergleicht, was wäre passiert, wenn wir gehodelt hätten? Das heißt, wir haben gekauft am Anfang 899 Matic Tokens und die wären jetzt, wenn wir gar nichts gemacht hätten, 1106 Dollar wert. Das heißt also, die Hodl-Strategie hätte jetzt gegenüber unserem DeFi-Portfolio 69 Dollar Verlust gemacht. Wir haben also 69 Dollar mehr verdient mit dieser Strategie auf die 1220, die wir investiert haben, im Vergleich zum einfachen Hodeln. Und im Gegensatz zu unserem Invest, wir haben 1220 US-Dollar investiert, haben wir tatsächlich 25 Dollar minus gemacht. Das bedeutet, wenn wir diese DeFi-Strategie, die ich hier vorstelle, überhaupt nicht gemacht hätten, dann hätten wir jetzt 25 Dollar mehr als vorher. Aber wir hätten definitiv ja auch keine Matic-Tokens und wir hätten keine Position bei SushiSwap. Und hier, wir hätten nicht den Zugewinn an Know-how, den wir jetzt gemacht haben. Und wir haben also auch vor allem überhaupt kein Potenzial. Denn wenn wir 1220 Dollar in der Tasche haben, dann bleiben das auch 1220 Dollar und die werden nie im Wert steigen. Das heißt also, wir haben ein Risiko. Wir sind ein Risiko eingegangen mit dem DeFi-Portfolio und es hat sich jetzt erstmal um 25 Dollar reduziert, der Wert unseres Portfolios. Aber das ist ja nur der Anfang. Wir machen das Ganze ja jetzt erst seit 2-3 Wochen und wir hoffen ja, dass wir mit unserem ganzen Portfolio hier auf Dauer Gewinn machen werden. Warum haben wir jetzt keinen Gewinn gemacht? Ja, weil der Matic Token, den wir gekauft haben, damals bei 1,43 Dollar war und jetzt sind wir bei 1,23 Dollar und der Matic ist hier irgendwie der dickste Block in diesem ganzen Portfolio und das wirkt sich natürlich aus, aber wie man sieht, für diesen Unterschied zwischen 1,43 Dollar und 1,23 Dollar haben wir mit der DeFi-Strategie sehr, sehr viel weniger Verlust gemacht, als man vielleicht annehmen würde. So, und das heißt also, jetzt, wie gehen wir weiter vor? Was machen wir als nächstes? Dafür schauen wir uns nochmal an, wie es hier eigentlich so aussieht. Und zwar haben wir noch diesen Health-Faktor hier immer zu betrachten. Und dafür gehe ich jetzt auch mal auf Aave. Der Health-Faktor, das hatten wir ja beschlossen, den Health-Faktor möchten wir gerne bei circa 1,3 halten. Gehen wir nochmal schnell in die Märkte und schauen uns das an. Wir haben hier Polygon hat jetzt über Nacht 10% Gewinn gemacht, in den letzten 7 Tagen sogar 11%. Wir sind bei 1,23 Dollar und das bedeutet, dass also der Wert unserer Einlage gestiegen ist. Der Health-Faktor ist damit auch gestiegen. Health-Faktor von 1 bedeutet Liquidierung, das wollen wir verhindern. Aber 1,6 ist tatsächlich noch eine ganz schöne Reserve, sodass wir im Prinzip hier nochmal eine Entnahme machen könnten. Und das machen wir jetzt auch. Wir holen uns also nochmal neue USDT. Nee, nicht auf Repay, das ist der falsche Knopf gewesen, sondern wir gehen auf Borrow und wir ziehen unseren Health-Faktor wieder auf 1, können den auch auf 1,3 ziehen. Ja, warum eigentlich nicht? So, und also ich ziehe den jetzt auf 1,3 oder ich leihe mir jetzt 140 USDT. Akzeptiere hier die Variable APY, also die APY, die schwankt. Es gibt hier keine andere Möglichkeit. Dann leihe ich mir 140 USDT, setze den Gaspreis nochmal nach oben, damit die Transaktion durchgeht. Und diese USDT, die lege ich dann wieder bei SushiSwap an, wie wir es letztes Mal auch gemacht haben. Und zwar gibt es ja hier unsere Yield Farm, das ist die USDC DAI Yield Farm. Hier haben wir also kein USDT drin. Und damit wir da reinkommen, müssen wir unsere Tether umwandeln in USDC und DAI. Das mache ich jetzt mal. Und zwar gehe ich da auf
Curve bei Polygon, polygon.curve.fi. Hier kann man Stablecoins hin und her swappen und hier suche ich den USDT aus. Ich habe 140 USDT, die Hälfte davon tausche ich um in USDC. Warum setze ich die Gasgebühr hoch? Das zeige ich auch gleich mal. Es gibt die Polygon Gas Station. Und da hatten wir in der Vergangenheit häufiger mal die Situation, dass die Gasgebühren bei Polygon etwas gestiegen sind und dass also ein Gray definitiv nicht mehr reicht. Sieht man ja hier. Ich habe jetzt mal 20 Gray geboten, weil das hier fast ist. Man könnte sogar noch 30 Gray bieten. Wie man sieht, ist das in US-Dollar gerechnet eigentlich nichts. Es ist also eigentlich egal, ob man 20, 30 oder 40 Gray bietet, ne? Und damit die Transaktionen schnell durchgehen, ist das schon sinnvoll, hier auch einen entsprechenden Gaspreis zu bieten. Schauen wir mal, die Transaktion ist durch. Jetzt nehme ich noch die nächsten 70 USDT und wandle die um in DAI. Ja, machen wir einfach 25 Gray. So, jetzt haben wir also das hier sind DAI, 69 DAI und 72 USDC. Ach ja, weil wir hatten ja noch 2 USDC in unserem Wallet liegen. Und dann gehe ich also hier rein und mache erstmal Add Liquidity, weil ich muss ja erst in den LP, in den Liquidity Pool einzahlen, bevor ich das staken kann. Gehe auf Add Liquidity, probiere mal die Gesamtmenge an USDC einzulegen, geht aber nicht, weil ich nicht genug DAI habe, also lege ich die Höchstmenge an DAI ein in diesen Pool, Gas wieder hoch. Und wenn die Transaktion durch ist, dann lege ich hier in unseren Pool die entsprechende Menge an SushiSwap-LPs ein, die ich gerade bekommen habe. Maximum, ich gehe auf Stake, ich stake die also. Schicke die Transaktion raus. Also der Weltuntergang da draußen ist definitiv noch nicht zu Ende. So, und dann habe ich die gestaked. Und jetzt sieht man hier, wir haben hier tatsächlich auch Rewards bekommen, nämlich 0,007105 Sushi und 0,02 Matic. Und das hier ist natürlich eine Situation, die uns nicht so besonders glücklich macht. Denn wenn wir die hier jetzt abholen, das ist eigentlich quasi nichts. Der Sushi-Token ist, glaube ich, bei 8 Dollar. Das ist also ein Bruchteil von 8 Dollar. Das hier ist ein Bruchteil von einem Matic. Ein Matic ist ja bei 1,23 Dollar. Und wir sind ja hier jetzt schon seit einer Woche ungefähr drin. Also werden niemals bei dieser APY, falls diese APY überhaupt stimmt, vernünftige Rewards rauskommen. Und das ist in der Tat eine Geschichte, um die wir uns tatsächlich noch kümmern müssen, denn wir brauchen, damit dieses ganze Ding hier irgendwie richtig gut abhebt, brauchen wir etwas bessere Rewards. Die müssen wir sich, die werden wir hier jetzt zum aktuellen Markt, so in der aktuellen Marktsituation hier bei SushiSwap nicht bekommen. Da müssen wir noch mal ein bisschen kreativ werden. Und das, würde ich sagen, machen wir dann gemeinsam in der nächsten Folge. So, ich schaue noch mal ganz kurz, wie sieht es aus bei Aave. Wir müssen bei Aave hier auf den Health-Faktor achten. Also wenn ihr das so mitmacht, wie ich das jetzt gemacht habe und ihr habt den Health-Faktor wieder auf 1,3 runter, dann achtet bitte darauf, dass ihr diesen Health-Faktor nicht auf 1 fallen lasst. Denn wenn das auf 1 fällt, dann wird liquidiert, dann verschwindet quasi die Hälfte der Matic-Tokens, zwar auch die Hälfte der Schulden. Das ist dann irgendwie auch bilanziell gesehen egal. Aber da ja hier in den Matic-Tokens unser Potenzial liegt, das heißt, wenn der Kurs noch weiter steigt, dann ist das hier ja unser Potenzial. Wenn sich das um die Hälfte reduziert, dann ist das natürlich blöd für das Portfolio. Deshalb achten wir darauf, dass wir den Health-Faktor nicht auf 1 fallen lassen. Und
Das bedeutet, dass wir also im Prinzip jetzt darauf achten müssen, bei welchem Preis liquidiert wird. Und das sieht man hier, wenn man also hier jetzt auf diesen Knopf Details geht, das heißt, dann steht hier Asset Liquidation Price und hier steht 0,93 Dollar. Das heißt also, wenn der Matic Token auf 0,93 Dollar fällt, dann wird unsere Position liquidiert. Und das heißt, wir müssten meiner Meinung nach bei etwa, wenn der Matic Token jetzt auf 1 Dollar wieder fällt oder 1 Dollar 2 oder 3, so wie es jetzt die letzten Tage immer war, dann muss man hingehen und etwas hier tun. Und was man dann tun kann, das ist, man kann hier im Prinzip entweder USDT zurückzahlen. Das heißt also, man würde im Prinzip aus der Sushi-Position wieder etwas entnehmen und das dann umwandeln in USDT, hier wieder einzahlen, dass man also im Prinzip hier diesen Wert dann runterdrückt. Dann würde ja der Hell-Faktor steigen. Das ist die eine Möglichkeit. Das ist die Variante Nummer sicher und die riskante Variante mit dem höheren Potenzial, mit dem höheren Risiko, aber auch mit den größeren Chancen. Das ist, dass man anstatt das hier runterzudrücken, einfach dann von der Entnahme, die man bei SushiSwap gemacht hat, neue Matic-Token kauft und die hier einlegt. Und dann hat man also im Prinzip auch den Hell-Faktor hochgebracht. Aber wenn der Kurs weiter und weiter und weiter vom Matic fallen sollte, dann hat man irgendwann keine Cash-Reserven mehr, um das hier aufzufangen. Denn die SushiSwap-Position wird ja immer kleiner. Und wenn die SushiSwap-Position immer kleiner wird, haben wir weniger Cash-Reserven und können also im Grunde nicht eingreifen, wenn quasi hier der Kurs ab irgendeinem Zeitpunkt weiter runtergeht. Und deshalb ist es sehr, sehr empfehlenswert, wenn man das so macht, also wenn man die riskante Variante geht, dass man dann auf jeden Fall irgendwo noch Cash in Reserve hat, das man nutzen kann, um hier ein Bailout zu machen. Und das wären jetzt zurzeit eben 781 Dollar. Wir haben also jetzt den Einsatz und das Risiko erhöht. Es waren vorher noch 600 Dollar, die man auf der Kante haben musste, um hier auszubailen. Jetzt sind es schon 781 Dollar. Das Risiko wird also größer, aber das Ertragspotenzial wird auch größer. Und deshalb ist das Ganze hier gerechtfertigt, aber nur, wenn ich in der Lage bin, den Kurs vom Matic Token engmaschig zu beobachten. Wenn ich keine Zeit habe, wenn ich keine Chance habe, schnell zu reagieren, dann ist der richtige Weg hier auf jeden Fall bei fallenden Kursen, wenn der Health Faktor auf 1 runtergeht, dass man oder der Matic Preis auf 1 Dollar sinkt, dass man dann im Prinzip hier wieder zurückzahlt, das Darlehen zurückzahlt, zumindest in kleinen Schritten, also in 100 Dollar Schritten oder 150 Dollar Schritten würde ich empfehlen, das Darlehen zurückzahlt und dann einfach gemütlich wartet, bis alles wieder steigt. Das jetzt von meiner Seite, dann wünsche ich euch viel Erfolg mit der DeFi-Strategie, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss!